dich an. So schön und herrlich. Ich kann nicht abwarten, meine Hände an dich zu legen. Komm hier rüber. Ah, Honey, endlich bist du zurück. Ich hab dich so vermisst. Sweetie. Was ist das, Oscar? Was weiß ich. Nora, warte doch mal. Willst du mich verarschen? Das ist nicht meins. Moment, gib mir eine Sekunde, Nora. Ich habe meine Geschäftsreise abgesagt, um dich zu überraschen. Hör auf, mich mit Sachen abzuwerfen. Und du hast nicht mal nach deinem billigen Mädchen aufgeräumt. Nora! Gott, ich liebe dich doch. Bist du jetzt verrückt geworden oder was? Wie dämlich. Ich hätte wissen müssen, dass du mir so etwas antust. Du hast deine Ex-Frau für mich verlassen. Natürlich. Und jetzt verlässt du mich für irgendeinen Schund. Nora, das war was anderes. Du undankbares Arschloch. Ich gab dir einen Job, ein erfolgreiches Leben, eine Gelegenheit, in den besten Restaurants zu essen, in 5-Sterne-Hotels zu wohnen. Aber keine Sorge. Ich stecke dich in genau dasselbe Loch, aus dem ich dich herausgeholt habe. Wirf das nicht! Leg das wieder hin! Leg die Blumen hin! Nora, hör mal zu. Glaubst du nicht, dass es hier gerade ein ziemlich großer Zufall ist, hä? Ja, und wie? Der Wind hat diese Unterhosen durchs Fenster gebracht, ja? Oh, bitte. Vielleicht war hier vorher ein Pärchen drin oder so. Oh, spar dir deine Geschichten für jemand anderen, okay? Nora, ich habe in 20 Jahren niemals etwas getan, das ich misstrauisch werden lassen könnte. Jemals! Sodass du meine Loyalität in Frage stellen müsstest. Ich finde die Wahrheit heraus, Oscar. Ich frage die Putzfrauen. Ich frage die Nachbarn. Mach nur, ich habe nichts zu verstecken. Frag jeden, den du willst. Super, und was erwartest du dort zu finden? Die Wahrheit. Nora, bitte. Was? Was machst du da? Was? Gib mir das! Ich hab das Bild noch nie gesehen. Niemals. Diese Nummer ist nicht mal in meinen Kontakten. Ja, dann finden wir es heraus, oder? Hi, hier ist das sexy Highschool-Mädchen Jessie von der Westküste. Ich bin 16 und ich liebe meinen Sugar Daddy. Oscar, wenn du es bist, ich warte auf deine Nachricht. Glaubst du das wirklich? Das ist doch eine Falle. 16? Oscar! Sie ist 16! Nora, wie kannst du diesem Müll glauben? Ich weiß nicht mal, wer sie ist. Nora! Halt die Klappe! Ich will keine weiteren Lügen hören. Sie ist dein Kind. Dass das Pech hatte, sich in so einen Freak zu verlieben. Wo ist mein Ohrring? Ich weiß es nicht. Guck auf den Boden, guck unterm Bett. Noch ein Wort und du wirst bereuen, dass du auf die Welt gekommen bist. Zimmerservice. Großartig. Wir haben einiges an Müll zu entsorgen. Bitte, lass uns darüber reden. Es muss eine Erklärung geben. Nora, bitte. Nora, warte. Wo gehst du hin? Komm zurück. Nora. Was? Warum ich? Warum ich? Was willst du? Du bist Eva, stimmt's? Ja. Eva, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ich bin Oscar. Ich bin dein Vater. Hey. Ich hab was für dich. Und das sind wir. Hm? Bitte, nimm es. Okay. Eva, hör zu, es tut mir wirklich leid. Ich musste dich und deine Mutter verlassen, als du ein Baby warst. Ich musste gehen, es ging nicht anders. Aber ich will von vorne anfangen. Ich will unsere Familie wieder aufbauen. Ich will mit dir leben. Ich habe schon so viel deines Lebens verpasst. Sieh dich doch an, du bist so erwachsen. Wirklich? Ja, ich weiß. Ich sehe eklig aus.
Sieht schrecklich aus. Und ich habe gerade keinen Job. Aber ich sehe mich um. Ich habe gerade auch keine Wohnung. Aber ich will wieder mit dir leben. Ich will unsere Familie wieder aufbauen und... ich will das mit dir nochmal neu anfangen. Also, du bist obdachlos. Hey, wo ist deine Mutter? Ist sie... Hey, nein, nein! Ist sie auf Arbeit? Mom ist im Himmel. Sie hat es nicht ausgehalten, dass du uns verlassen hast. Sie starb jung. Und ich habe im Heim gelebt, bis ich 18 war. Und weißt du was? Ich habe versucht, dich zu finden. Ich habe dir geschrieben, ich habe dich angerufen, aber es gab nie eine Antwort. Und jetzt, nach all den Jahren, kommst du hierher zu meinem Haus, nicht um die Familie wieder aufzubauen? Du suchst eine Unterkunft. Nein. Es tut mir leid. Nein, tut es nicht. Und mir auch nicht. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich brauche keinen Vater wie dich. Okay, ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich habe dein Leben ruiniert. Aber vielleicht kannst du mich tief in deinem Herzen irgendwann akzeptieren. Was hältst du davon? Hey, Eva... könntest du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Für den alten Kerl, für deinen Dad. Ich will nicht auf der Straße sterben. Vielleicht, bitte? Klar. Wirklich? Warte. Natürlich. Tschüss.